wird. Typ. Also, ich war ja wohl zuerst hier. Finger weg. Ich hab hier gerade dieses frisch mein Salz. Das ist kein Schnick, Schnack, Schnuck, was du machst, Alter. Was ist los? Ja, scheiße. Das macht er so, weißt du, Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Warte, 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 ich hab gewonnen. Ja. 1-0 für mich, gell? 1-0. Nein! 1-2. Scheiße. Das ist Papier, also so hab ich gemeint. Du hast auch Papier gemacht, ja? Ja. Also es ist immer noch 1-1. Richtig. Okay. Juhu! Erstmal selbst genießen, noch was geht ab, Mann. Perfekt. Das zu mir, Freunde. So, den gewinnen wir auch. Nächste Szene. Ja. Alter, hat der keine Chance, Mann. Der Schuss, würde ich sagen, ist nach hinten losgegangen. Challenge, meine Freunde, ist eine Schlägerei zwischen Typ und mir. Wir haben den Türke hier als Kameramann engagiert und er wird dann auch die Runde an. Okay! No home. Oh. Ey, warte mal, ich brauch meine Mütze wieder. Wow. Ich bin Son Goku Army. Keine 2 Minuten dabei und haben schon übel viel gecrashed. Das war vielleicht doch keine so gute Idee. Machen wir Armdrücken, komm. Machen wir Armdrücken weiter. So, 1, los! Du bist hässlich. Hilfe! Du musst dich, hätte ich gerade fertig machen können. Simon hat verloren. Was ist denn hier los? Also, Simon, du hast 30 Minuten Zeit und dein Thema ist Mission Impossible. Go. Mission Impossible, also alles klar. Wir müssen uns erstmal was überlegen, was einfach nicht möglich ist so. Hitler. Also ich krieg so einen Anruf von Hitler, der sagt irgendwie so, du musst in über der kurzen Zeit an unserem Ort sein. Die Mission Impossible ist halt, dass viel zu wenig Zeit ist so. Lass mich kurz mein geniales Skript schreiben. Ein paar Sekunden später. Fertig. Wir haben jetzt 8 Minuten gebraucht, um das Skript zu schreiben und ich würde sagen, jetzt können wir mit den Dreharbeiten beginnen. Die beginnen genau hier im Bett. Zieh mich erstmal aus. Oh, was? Das ist boah, krank, also das Bett ist echt heftig am Arsch von gerade eben, Alter. So, wir fahren jetzt zum Bahnhof und filmen da die Szene, wo ich dann letztendlich den Zug verpasse. Okay, wir haben noch knapp 8 Minuten. Die Bahn kommt in 2 Minuten, das heißt, dann können wir gleich den Shot da filmen. Das wird nice, Digga, nice. Also, als nächsten Shot machst du einen, wo du einfach hier so lang rennst. Und ich renn hier so. Und wie man sieht, wir haben es noch 19 Sekunden jetzt und die Dreharbeiten sind eigentlich so weit geht's abgeschlossen. Ich hätte jetzt noch eine andere kleine Szene gefilmt, aber es könnte schlimmer sein. Lass den Kopf nicht hängen. Ja? Komm schnell zu mir, ich habe eine Packung Snickers für dich. Snickers? Die sind doch gerade gar nicht mehr im Laden, Alter. Korrekt, ich habe die letzte Packung, also nimm die Bahn um 18 nach. Die Bahn um 18 nach. Yes, 16. Ey, noch 2 Minuten. Ich hab's geschafft, Alter. Ich habe mir jetzt folgendes Thema überlegt. Ja. Du musst einen Film drehen. Mhm. Dein Thema ist. Ja. Mission Impossible. Ja, scheiße. Go.
Also, dass wir das hinkriegen, sehe ich irgendwie schon mal ein bisschen als Mission Impossible. Wie lang muss der sein? 5 Sekunden reichen das? Oder? Vielleicht. Also, ist ganz egal, wie lange der geht. Gibt es keinen zeitlichen Rahmen oder sowas? Ist alles offen quasi. Ich darf machen, wie ich will. Eigentlich bräuchte man für Mission Impossible irgend so eine fette Karre oder sowas, oder wo so Schießgewehre rauskommen und sowas. Genau, den haben wir nämlich schon. Und dann. So langsam fangen wir mal an, uns dann Sachen zu überlegen, die wir jetzt in dieses Video dann reinnehmen könnten, eventuell. Wir brauchen halt so ein paar Einflüsse, weißt du, dass wir mal so ein bisschen einen kreativen Raum haben, in dem wir dann ein bisschen was entscheiden können. Ah, wir nehmen das. Es fängt quasi so an mit der Polynomdivision. Das suchen wir dann dabei. Warte mal, was machst du denn Zeichen dann? Bist du Illuminati oder was? Auf jeden Fall sollten wir so langsam echt mal zu Potte kommen, dass wir das Video jetzt noch irgendwie gedreht haben. Ja, du hast noch eine Sekunde. Und fertig. Wie, echt? Jetzt schon? Das sind noch gerade mal 2 Minuten gewesen, du willst mich verarschen, Digga. Also auf jeden Fall, schreibt in die Kommentare, wer von euch beiden gewonnen hat bei der Film-Challenge. Ja Leute, es war auch cool, dass wir jetzt mal was Reels gebracht haben, so in die Richtung. Schreibt uns auch, dass ihr das cool fandet. So soll ich das sagen, oder? Abonnieren!